Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Kelvin ist fleißig, wir sind auch fleißig. Es darf wieder etwas gebaut werden. Kelvin, die sind nicht für dich. Sag mal, die hast du doch gerade hierher gebracht. Das ist so, also, dass du da nicht mitdenken kannst. Du oller Schlawiner. Ist so nicht dein Ernst, ey. Wie hat er den denn jetzt? Der olle Cheetah. Wow, 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 wow. Bitte nicht so erschrecken, das wäre sehr nett. Dankeschön. So, wir fällen uns einmal hier den Baum weg. Vorsicht. Ursula, Vivian, Karl-Heinz, ihr müsst alle vorsichtig sein. Hier fallen Bäume. Und vor allem wird hier auch eine Axt geschwungen. Das wäre suboptimal, wenn ihr da reinlauft. Vor allem sie ist da sehr Profi drin. Sie kann das wirklich, wirklich gut. Einfach mal reinlaufen in die Axt. Muss man vorsichtig sein. Einmal räuspern und weiter geht's. So, er hat ja jetzt hier so ein paar Stämme zur Verfügung. Wir nehmen uns einfach mal direkt zwei mit und bauen hier dann fröhlich weiter. Und ein bisschen müssen wir noch an der Verteidigung arbeiten. Das ist ja wohl klar. Sonst würde das hier nämlich nichts. Sag mal, was ist mit dir? Bist du anhänglich heute? Ja, ne? So, einmal hier. Wir nehmen mal direkt hier raus, weil Kelvin jetzt natürlich super schnell arbeiten kann, wo wir ihm zwei Bäume gefällt haben. So, und hier einmal jeweils quer rüber. Das sollte eigentlich, wie gesagt, links und rechts sollte dann reichen. So, dass wir dann oben fröhlich weiterbauen können. Zack, zack. Nochmal hier eben zwei rüber. Ja, der, naja. Nicht ganz. Aber auch nicht ganz wild. So, einmal hier dazwischen. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir auch mit. Einmal da dazwischen. Einmal hier dazwischen. Schauen wir mal, wie schnell wir letzten Endes hier jetzt bauen können. Ich versuche natürlich dann auch demnächst wieder eine Exkursion zu machen. Vielleicht beginnen wir die auch schon in dieser Episode. Schauen wir mal. Zack. Vielleicht auch nicht. Je nachdem, wo uns eben hin verschlägt. So, jetzt sind wir ja schon mal so von der Höhe her, sieht es ja schon mal relativ gut aus. Das wird auf jeden Fall ein schönes Jump'n'Run da. Das wird traumhaft. Mal gucken, wie häufig ich runterfalle. Ihr könnt gerne mitzählen. Zählt bitte mit, wie häufig ich jetzt gleich runterfallen werde, während wir die zweite Etage bauen. So, war es das schon? Hier ist noch einer. So, wir müssen mal demnächst dann auch nochmal das Seil ein bisschen weiterführen, ne? Das ist eher dahin. Wobei, hier sind ja die Lager, ne? Bleiben wir mal einfach dabei. Sollte ja einigermaßen passen. Ich übernehme einfach mal immer den zuversichtlichen Part. Wieso habe ich da einen dazwischen gemacht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich wieder leicht besoffen. Und da müssen wir auch noch fertig machen. Ach, siehst du hier? Ja, fällt mir jetzt auf. Richtig geil. Beim letzten Mal schön umgebaut. Also beim vorletzten Mal schön umgebaut und beim letzten Mal dann nicht mehr gecheckt, dass wir ja die Regale hier schon haben. Eieieiei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schön alles doppelt dreifach gemacht. Naja, Regale können wir nie genug haben, also sinnlos gemacht haben wir es dann doch nicht. Aber es ist schon auffällig. Also langsam zweifle ich so ein bisschen an meinem Hirn. Sprich an mir. Vorsicht, Vivian, Vorsicht. Du musst vorsichtig sein, junge Frau. Sonst sind hier nämlich ganz schnell die Zähne weg. Wenn ich hier so ein zwei Tonnen Stamm auf den Fuß stelle. So, den haben wir. Den hier fallen wir uns auch nochmal.
Ist eigentlich auch ganz praktisch, hier den Wald wegzunehmen, weil dann können wir ja ein bisschen besser sehen, was hier so los ist. Wow, Calvin, das wäre jetzt aber ein wenig riskant. So, da kommt nochmal einer. Nehmen wir uns zwei mit. Hat er uns gerade wieder einen aus den Händen genommen? Das ist nicht sein Ernst. Die zwei nehme ich dir wieder weg. Wir klauen uns hier gegenseitig fröhlich die Stämme. Herrlich. So und so. Den nochmal hinterher. Rest kann Calvin erstmal sammeln gehen. Oh, praktisch. So, einmal hier in davor, einmal da in davor und dann noch ein quer und dann hier und dann da und dann tralala. Und dann sind wir auch schon fertig. So, jetzt müssen wir dann gleich nach oben. Gucken wir mal, wie das von oben so funktioniert. So, warte mal, hier kommen wir jetzt die. Jetzt brauchen wir hier noch 1, 2, 3, 4, 5, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Hier oben den können wir auch wegnehmen. Den brauchen wir da nicht wirklich. Es ist irgendwie ein bisschen... Das ganze Rumgehüpfe hier, ey. Okay, gut. Na, verdammt. Aber ich glaube, das ist ganz gut abgepasst. Und zwar, wenn man normal geht, dann springt man genau von hier zu hier. Und ich glaube, wenn man sprintet, dann kommt man theoretisch sogar... Wobei, das wäre fast ein bisschen weit, ne? Dann kommt man theoretisch sogar zwei Stämme weit. Zwei Abschnitte. Bin mir aber nicht ganz sicher. Können wir jetzt einfach hier außen rumlaufen. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ja, könnte knapp sein. Könnte sehr knapp sein. So, jetzt brauchen wir hier noch ein paar drüber. Oh, hier liegt auch noch einer. Der hat sich irgendwo versteckt. Hier. Dort. Nochmal. Guter Sprung. So, und hier nochmal. Und dann da nochmal. Und dann. Dann geht es da oben nämlich weiter. Und da wird es wohl sehr, sehr wenig feierlich, glaube ich. Ich bin gespannt, wie häufig ich da runterfalle. So, und dann werden wir Calvin gleich mal einen anderen Auftrag geben. Und zwar brauchen wir einmal Steine und Stöcke. Na, rennst du? Nee, er rennt nicht unseren Stämmen hinterher. Das ist gut. Können wir die zwei auch noch schnell rüberschicken? Und, ja. Uns hinterher? Sind wir synchron gefallen, der Stamm und ich. Der Stamm und ich. Ein Kinderbuch. Von der Kiekste. So, jetzt müssen wir auch oben anfangen, ne? Jetzt bin ich aber mal sehr gespannt. Oh Mann. So, wir könnten jetzt von hier aus, können wir einmal dahin hüpfen. So. Cool. Jetzt können wir als nächstes dann ein weiter hüpfen. Erster Sprung, jetzt müsst ihr mitziehen, Leute. So. Ich zähle mal selbst nicht mit, aber mein Tipp ist, dass ich auf mindestens 20 komme. So, warte. Okay. Na, alles klar da unten? Ich hoffe doch mal. Das ist wirklich ein heftiges Jump'n'Run hier. So, die Frage ist jetzt, wie kommen wir denn jetzt... Warte, wie müssen wir denn jetzt an... Wir müssen jetzt alles machen. Wir müssen jetzt erstmal hier... Nach da... Nach dort...
Und von hier aus erstmal darüber und ganz wieder nach vorne. So. Hier. Wupp. Da. So. Weil wir können ja, von hier können wir ja hier nicht hinspringen. Also müssen wir jetzt jedes Mal erstmal den kompletten Weg außen rum gehen. Ja, das war wieder sehr schlau gemacht. So bin ich halt, ne? Also man kennt mich ja für die schlauen Let's Plays. Ja, so viel dazu. Ich habe gerade Shift gedrückt. Das war ein bisschen blöd, ne? So, ohne Shift machen wir das jetzt. Einmal ohne Shift, zack. Und einmal hier ohne Shift, zack. Und einmal da ohne Shift, zack. Und dann hier nochmal rüber, zack. Das war knapp. Einmal hier und dann können wir hier den nochmal hinsetzen und da den. Das sieht doch wunderbar aus. Mensch, das sieht so ein bisschen aus wie so aus, wie heißen diese ganzen Shows? American Gladiator und so? Erinnert mich so minimal daran. So. Hier einmal rüber. Mensch, langsam läuft's, ne? Also, würde ich jetzt sagen, jetzt kann ich auf jeden Fall mitmachen bei einer dieser Shows. So, aber wenigstens läuft es relativ schnell hier. Eins, zwei, drei. Diese leichte Drehung zur Seite hilft mir sehr, um ausreichend weit zu springen. So, jetzt... Kommen wir da hoch? Ja. Jetzt müssen wir ja einige quersetzen, ne? Können wir zufällig von hier? Das geht. Schon mal, das ist schon mal gut. Können wir auch... Ja, nee, können wir nicht. Ganz offensichtlich. So, wir machen das jetzt hier aber ein bisschen anders, würde ich vorschlagen. Wir... Machen wir es anders? Ne, wir machen es nicht anders. Den nehmen wir uns auch noch mit. Dann müssen wir nochmal den Jump and Run riskieren. Jetzt kommen wir natürlich da drüben nicht ran, ne? Fast hätte ich es gehabt, ey. Ja, wir müssen, warte mal, wir müssen das anders machen. Wenn wir jetzt hier einen ranbauen, dann müssten wir doch eigentlich hier so, ja. Machen wir das mal lieber so. Ich denke, das ist die bessere Herangehensweise, sonst sind wir noch 20 Jahre unterwegs. Ich hoffe, ihr habt mitgezählt. Die Episode ist noch nicht vorbei. Ihr dürft da gerne noch ein bisschen mitzählen. Da wird noch einiges passieren hier. Zack, zack. So. Achso, ich kann ja wieder hinterher zischen, ne? Wieso denn laufen, wenn man Seilbahn fahren kann? So, was habe ich gesagt? Ich wollte hier so eine Schräge ranbauen jeweils, ne? Die Frage ist nur, geht das auch von hier aus? Es geht. Sehr schön. Den nehmen wir weg. Den nehmen wir auch weg. Setzen wir hier eine Schräge ran. Achso. Hier hatten wir den ja schon. Ich erinnere mich. Dummerweise habe ich den jetzt weggenommen. Das war vielleicht auch nicht die schlauste Entscheidung, aber wir haben ja hier noch den. Dann können wir den jetzt hier draufsetzen. So. Und dann klauen wir uns die zwei. Und schmeißen den hier nochmal quer rüber. Den hier geklaut. Jetzt müssen wir hier jeweils oben drauf. Wir könnten natürlich auch das Jump'n'Run jetzt lassen und erstmal den hier machen, ne? Wäre halt irgendwie einfacher. Auf der anderen Seite
könnte man... Ja, warte mal. Hier für diese Stämme sind wir ja eh oben. Für die nächsten 6 da. Dann können wir da immer Jump and Run machen und die Stämme unten, die verbauen wir dann direkt von unten, würde ich sagen. Ja. So machen wir das. Also, gut. Zurück. Das hat sogar gepasst. Und jetzt, warte mal, jetzt werde ich es mal ein bisschen schlauer machen. Ich werde jetzt erstmal hier rüber. So, und hier anfangen. Und wieder zurück. Und zack. Und hepp. Und jupp, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Sehr gut. Hier. Dann doch. Dann hier. Wobei, wir müssen ja gar nicht mehr nach oben. Ne? Das jetzt zählt nicht als runterfallen. Das war Absicht. Das war Absicht. Schöne Jump-and-Run-Folge. Herrlich. So, apropos, hier nochmal ein bisschen Bäume weg. Vorsicht! Lauf mir nicht immer in den... Geh da weg jetzt. Das macht sie doch mit Absicht. Ich glaube, die will nicht mehr leben. So kommt es mir zumindest vor. So, mal gucken, wie lange der Wald hier noch so steht, wie er ist, ne? Wird nicht mehr lange dauern, glaube ich. Ich habe echt Angst, dass sie mir in den Schlag laufen. Vielen Dank für den Hinweis, Kelvin. Der war sehr gut, der Hinweis. Okay. Du kommst aber eigentlich auch nicht alleine, ne? Eigentlich kommt der nicht alleine, der Gute. Naja. Möchte mich jetzt nicht beschweren. Oh, vielen Dank. Was hast du denn da jetzt gerade hingeschmissen? In den Boden reingedrückt, mal wieder. Toll machst du das. Immer wieder schön bis in den Boden reingezwirbelt. Sodass niemand was davon hat. Herrlich. Und hinterher. Oh. Den da oben, den nehmen wir uns mit. Na, komm, jetzt hier. Den nehmen wir uns auch mit. Dann müssen wir hier einmal hoch. Moment, wir... Nee. Hier einmal hoch, weil... Wenn wir den da oben quersetzen, dann können wir auch nicht mehr springen, ne? So. 1, 2. Da vorne knistert das Feuer ganz schön, muss ich sagen. Bedeutet das jetzt, dass das Feuer fast ausgebrannt ist? So, glatt mal gucken hier. So, hier. Der kommt da quer. Hier noch einen anbauen. Hier war noch einer, ne? Ja, einer ist hier noch. Wo? Und der da hin. Dann können wir versuchen, hier direkt oben zu bleiben. Das war knapp. 1, 2. Auch wieder eine knappe Kiste. Meine Fresse, ey. So, der da oben quer. Ah, nee. Verdammt. Doch wieder mal gefallen. Kriegen wir den vielleicht von hier aus? Ach, kacke. Nicht hinbekommen. Na gut, dann müssen wir jetzt nochmal eben nach oben.
American Gladiator. Müsste man eigentlich auch machen, so ein Parcours, ne, aufbauen. So für eine Community. 10 Teilnehmer dann und dann geht's rund. 8. Wobei, man kann auch mehr Teilnehmer. Die können doch nicht alle gleichzeitig auf den Server. Ja gut. Aber geht doch voran hier. Oh, der Tag neigt sich dem Ende. Gucken wir mal noch, was wir vor der Nacht noch schaffen. Kelvin, ich muss sagen, mir gefällt es sehr gut, wie du arbeitest aktuell. Wieso rennt er weg? Ach ja, es ist immer wieder schön. Da lobst du ihn einmal und schon macht er Feierabend. Ja gut, aber vielleicht ist jetzt einfach auch die Uhrzeit für den Feierabend. Das kann ja durchaus sein. Oder er rennt da gerade wieder den Stämmen hinterher, ne? Vermutlich. Ja, er hat wieder einen der Stämme geklaut, die wir hier an die Seilbahn geschmissen haben. Wie er es immer so macht. So, ja, schade. Kelvin, welchen willst du dir jetzt denn holen? Welchen holt er sich jetzt? Geht er da jetzt hoch? Ach, da liegen ja massig quer. Ach, du dickes Ei. Ja, das ist natürlich schlecht, ne? So, warte mal, dann müssen wir jetzt hier rüber. Uff. Kommen wir? Ah, verdammt. Jetzt komme ich da echt nicht ran. Noch nicht zu glauben, ey. So, hier einmal nach oben. Das war falsch. Das hier ist richtig. Und da kommen wir auch nicht hoch. Was machst du da? Komm, versuch doch nochmal, was du gerade gemacht hast. Hüpf doch nochmal drüber. Ja, bin ich ähnlicher Meinung. Ja, du schaffst es. Vielleicht auch nicht. Vielleicht schafft sie es auch nicht. Oh. Na, komm, nimm dir mal den da noch. So. Gut, von hier aus einfach mal darüber, ja, wenn es so einfach wäre, ne? Ein Versuch war es wert. Wir versuchen es noch einmal. Vielleicht klappt es ja dieses Mal. Jep, oh, das war knapp. Hier und da und dann wieder zurück. Habt ihr das gesehen? Das war eine ordentliche Rettung, muss ich sagen. Das war eine sehr ordentliche Rettung. Warte, wir wollten ja hier oben weiter bauen. Einmal hier. Zack. Ja, okay. Zacki. Einmal hier rum. Nee. Hier oben geht's weiter. Dann fehlt uns ja jetzt nur noch da hinten und hier, ne? Einmal hier. Zack. Und einmal dort hinten. Hier erstmal Vorsicht. Zack. Zack. Da und dort. Und jetzt können wir uns den hier nehmen. Und hier draufsetzen. Geil. So, und jetzt haben wir hier noch, wie viele? 2. 2 Stämme haben wir noch. 1, 2. Und die können wir uns dann einfach mal da quersetzen. Dachte ich zumindest. Warte mal. Okay, gut. Kein Problem. Echt geil, ey.
So Leute, ja, mit dem Jump'n'Run sind wir soweit fast fertig, ne? 1, 2, 3, 4 brauchen wir auf jeden Fall noch, wenn ich das richtig sehe. Warte mal. Die hat Kelvin hier sogar noch. Was war das gerade für ein matschiges Geräusch? Matschige Geräusche sprechen sehr häufig für Mutanten. Das ist mir nicht so, ehrlich gesagt. So, die 4 sind da oben. Und Vivi versucht es immer noch. Ja, bin ich der gleichen Meinung. So, warte mal. Hier, zack, da. Konzentration. Und eins. Und eins. Und zwei. Und drei. Ich hätte ihn einfach setzen sollen. Wisst ihr was? Ich bin jetzt hier unten. Das ist mir jetzt zu doof. So. Zack. Den einen nehmen wir uns jetzt wieder mit nach oben. Wir nehmen uns dann einen zweiten hier raus. Wenn ich runterfalle, dann setze ich mir wieder eine Schräge. Und so weiter. Und so fort. Das hat gepasst. Sehr schön. Und hier passt auch. Wunderbar. Jetzt fehlt uns noch einer. Das ist der. Dich nehme ich mit. Oh nee, Mann ey. Okay, jetzt haben wir keinen mehr, um uns hier eine Schräge anzubauen. Heißt, wir müssen jetzt noch einmal das Jump'n'Run meistern. Eins. Zwei. Und hier nochmal. Geil. So muss es. So. Das war doch mal eine Folge. Das war mal was Neues. Ich danke euch für eure Zeit, Likes und Kommentare. Bis zum nächsten Mal hier in Sons of the Forest. Tschüssi.